In dieser Übung sollen wir einen kleinen Stundenzettel erstellen, wo man hier den Tag eingibt, dann hier die Startzeit von bis, dann soll die Differenz in Minuten ausgerechnet werden und in Stunden. Ja, und hier gibt man dann noch ein das Datum, ja, wann das quasi, also den Zeitraum, wann das quasi hier für welchen Monat das Ganze gemacht wurde, in Stundenlohn. Dann soll ausgerechnet werden der Verdienst für den Zeitraum mit einer Sozialversicherung und einer Auszahlung. Und zum Schluss ja noch das Datum des Zettels, wenn er ausgestellt wurde. Ja, so eine Art Formular sollen wir hier mal erstellen. Und hier haben wir natürlich auch wieder eine Menge Zeitberechnung drin, die wir hier anwenden wollen. So, jetzt bin ich hier in Excel und hier ist unsere Vorlage. Wir wollen jetzt nicht bei 0 anfangen. Ich schiebe mal hier das Informationsfeld raus. Und ja, fangen wir hier drüben mit den Stunden an, und mit den Zeiten. Dazu markiere ich mir zunächst hier die Zeit. Wie gesagt, das muss einem dann hier einleuchten, dass es sich hier um Excel-Uhrzeiten handelt. Gehe dann hier auf Start, wähle hier die Zeit aus. Und ja, wir sollen das etwas speziell formatieren, also mit einer Einheit hinten dran als Startzeit und ohne Sekunden, ja, die sind eh überall 0. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal rein auf Benutzer definiert und wähle hier eine andere Formatierung, die mache ich mir jetzt einfach selber. Und zwar HH für Stunden, Doppelpunkt MM für Minuten und Leerzeichen, Anführungsstrichen, Ohr. 7:30 Uhr, so können wir das auch formatieren. Dann sollen wir hier Minuten berechnen. Dazu ermittle ich die Differenz. Aufpassen, Industrieminuten, ja, Arbeitszeit Industrieminuten, die man auch verrechnen könnte. Also gehe ich hier auf ist gleich, ermittle zunächst die Differenz, also Endzeit minus Anfangszeit, gehe auf Enter und multipliziere das Ganze. Aufpassen, vorher in Klammern setzen. Oder rechne das Ganze noch um, indem ich das mal 24 multipliziere und nochmal mal 60. Das wäre das Ganze dann in Minuten ausgedrückt. Ja, mal Glück, die Formatierung wird übernommen und kopieren das Ganze nach unten. Jetzt für die Differenz in Stunden kann ich mir eigentlich ja, eine ähnliche Formel nehmen. Ich markiere mir das in dem Fall gleich mal alles. Gehe jetzt hier auf ist gleich, tue in Klammern zunächst die Zeitdifferenz in Zeitdaten ausdrücken, also das minus dem, schließe meine Klammer und tue das Ganze mal 24 multiplizieren und dann bekomme ich hier meine Zeit in Stunden. Steuerung Enter habe ich vergessen zu drücken. Also muss ich so nach unten kopieren und bekomme hier meine Stunden, meine sogenannten Industriestunden. Das Ganze soll noch ein bisschen farbig dargestellt werden. Das können wir jetzt hier einfach schnell noch machen. Dazu mache ich mir hier zunächst eine Tabelle draus. Gehe auf Einheit, hätte ich eigentlich vorher machen können. Gehe auf Tabelle, hat Überschriften, ja. Habe hier meinen Farbverlauf drin. Tue das Ganze wieder in den Bereich konvertieren, damit die Tabelle wieder verschwindet. Die brauche ich im Formular nicht. Aber dadurch die Formatierung erzeugt. Hier brauche ich noch eine Summe. Dazu gehe ich hier auf Start, dann Autosumme und summiere dann hier einfach meine Minuten auf. Hier dasselbe. Autosumme. Kontrolliere nochmal den Bereich. Enter. Das wären meine Stunden. Dann könnt ihr hier noch eine andere Linie einfügen. Dazu markiere ich mir hier diesen Zeilenbereich, gehe dann auf, ich mache es meistens über die rechte Maustaste, also Zellen formatieren, dann auf Rahmen, wähle jetzt hier oben so eine Doppellinie und hier unten meinetwegen so eine fette, gehe auf OK, hätte das in dieser Form formatiert. Ja, damit ist die Tabelle abgeschlossen. So, nachdem wir das hier gemacht haben, können wir uns um den Rest hier kümmern, der ja noch fehlt, und zwar soll der Abrechnungszeitraum eingetragen werden in Form von Monat und Jahr. Das heißt, wir geben hier ein Datum ein, zum Beispiel 1.5. halt diesen Komma, 1.5.2015.
5.5.2019. Ja, von dem wollen wir aber nur den Monat und das Jahr darstellen. Deswegen gehe ich hier auf Formatierung, wähle hier Benutzer definiert, schmeiße hier den Tag raus und lasse halt, kann den Monat vielleicht noch hier anders darstellen in dieser Form. Mai 2019 zum Beispiel. Dann haben wir, das ist okay. Hier brauchen wir noch eine Währung. Nehmen wir Euro. Hier soll jetzt ausrechnen den Verdienst. Allerdings soll hier noch eine Überschrift kommen, wo er einfach sagt, Verdienst für den Monat und das Jahr. Also gehen wir hier einfach auf Verketten, gehen also hier auf Formeln, rufen hier die Funktion Verketten auf, die ist hier und geben wir den Text Verdienst ein. Doppelpunkt. Beziehungsweise wir, ja, das muss mal so stehen. Ist okay, können wir auch so machen. Und holen uns jetzt hier mit der Funktion Text. Das Datum von hier und geben dann hier noch eine Formatierung vor. Wir wollen den Monat haben und das Jahr. Zum Beispiel Mai 19, also Verdienst Mai 19. Gehen wir hier zurück auf Verketten und so soll dann die Überschrift hier aussehen. Verdienst Mai 19. Hier rechnen wir jetzt den Verdienst aus. Das ist im Prinzip die Gesamtstunden mal den Stundenlohn. Also ist gleich hier der Stundenlohn mal die Gesamtstunden, Enter, das hier in Euro, das war das schon richtig gemacht, da brauchen wir nichts mehr einstellen. Dann soll man hier noch eine Sozialversicherung ausrechnen, die soll man hier eingeben, aber davor soll noch ein Text stehen. Dazu gehen wir hier mal auf Start, dann auf Prozent, gehen jetzt hier auf weitere Formatierung, gehen auf Benutzer definiert und tragen hier dann noch in Anführungsstrichen ein. Eine Art Vorsilbe, die nennen wir Sozialversicherung. Gehen und Leerzeichen von 9%, Sozialversicherung 19%. Okay, und wenn wir das so eingeben, haben wir in Wirklichkeit hier wirklich die 19%. Die Prozente hier drin stehen, mit dem auch rechnen können. Das ist ja nur Formatierung. Können also jetzt hier das noch ausrechnen. Also ist gleich das mal dieser Wert hier oben. Da kommen wir jetzt nicht ran. Auch kein Problem. Wir tun einfach oben drüber klicken, dann mit der Pfeiltaste nach unten gehen. Jetzt haben wir die Adresse drin. Gehen auf Enter. Das wäre dann der Versicherungsanteil. Und die Auszahlung wäre dann das minus dem. Also ist gleich dieser Wert minus diesen. Das wird dann ausgezahlt. Und zum Schluss noch das Datum, das heutige Datum, wo es quasi ausgestellt wird. Da geben wir einfach das aktuelle Datum immer aus. Also ist gleich und rufen wir die Funktion heute auf, Klammer zu. Die gibt quasi das aktuelle Datum aus. Gehen auf Enter. Und das wäre jetzt das aktuelle Datum. Ich glaube, jetzt haben wir unser Stundenzettel fertig erstellt. Ja, und später muss man dann, achso, Geburtsdatum kann man auch noch eintragen hier oben von der Person. Da gehen wir hier noch auf Datum. Das wäre das Geburtsdatum. Dann gibt man einfach hier den jeweiligen Bearbeitungszeitraum ein. In Form eines Datums wird halt, kann man irgendein Datum innerhalb des Monats wählen. Dann wird das so dargestellt. Dann kann man hier noch eintragen, was ist das für eine. Wie man ist hier, wie ist man beschäftigt? Dann gibt man den Stundenlohn hier ein. Hier kann ich jetzt, wird der Verdienst ausgerechnet, ausgehend von den monatlichen Zeiten, die hier aufsummiert, die ja quasi erstmal erfasst werden, dann werden sie aufsummiert. Das mit der Minute ist jetzt nur Spielerei gewesen. Ja, es sei denn, man wird nach Minuten abgerechnet, aber das ist ein also ein Stundensatz. Stundenlohn steht auch hier. Und dann wird die Steuer ausgerechnet. So, hier bei der Sozialversicherung, da kann ich dann hier beliebige Werte eingeben, zum Beispiel 25 oder 19, halt hier oben, ja, oder 19, was wir vorher hatten, halt es waren 29 und er rechnet mir da immer jeweils den Anteil raus und zieht das dann hier unten ab. Hier sehe ich dann den Auszahlungsbetrag und dann sehe ich hier nochmal das Datum, das Ausstellungsdatum, was im Prinzip das aktuelle Datum ist, der Systemuhr. Ja, ich denke, so kann man so einen einfachen Stundenzettel aufbauen.
Und das kann man sicherlich dann noch verschiedenartig ausbauen, was zum Beispiel nicht berücksichtigt ist, was passiert, wenn ich in den nächsten Tag reinarbeite und so weiter. Aber das schauen wir uns in anderen Beispielen an. Das wäre dann kein Beispiel mehr vom Level 2 Niveau, sondern dann eher vom Level 3 Niveau, wenn man auch solche Fälle berücksichtigen will, dass man in den nächsten Tag hineinarbeiten kann.